Denn wir kommen jetzt von Rekorden zu Akkorden. Oh. Natürlich, weil unser heutiger Gast ist Musiker und Entertainer. Ja. Es wird doch mal höchste Zeit, dass wir ihn hier eigentlich einladen. Herzlich willkommen, hier ist Hausfreund Semanski. Hallo. Hi, ich darf dich zur Bar begleiten. Hallo. Ganz kurz, wir machen immer mit jedem, der hier zu Gast ist, oder mit jeder, der hier zu Gast ist, eine Schnellfragerunde. Seit der Staffel übernimmt das Milena und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Mhm. Ja, ich mach das jetzt einfach. Okay, Schnellfragen. Du hast... Darf ich langsam antworten? Nein, deswegen, verdammt, ja, kann man nichts machen. Und es gibt eine Bedingung, du musst reimen. Du musst in Reimen auf die Fragen antworten. Wir dachten, du bist Musiker, du kriegst es vielleicht hin. Hoffentlich. Ja. Okay, wie lange hast du Zeit? Eine Minute? Eine Minute hast du Zeit. Insgesamt? Ich glaube, es sind gar nicht so viele Fragen. Das schaffst du schon. Okay, ja, wollen wir anfangen? Oh. Ja, okay. Erste Frage. Reichtum oder Applaus? Das muss ich reimen? Ja. Mhm. Applaus. Ich muss einen ganzen Satz sagen. Mal auf Applaus jetzt. Nein, einfach Hauptsache ist irgendwie... Also Applaus interessiert mich nicht, die Bohne, ich will fette Kohle. Oh, okay, cool. Okay, bei welchem Genre bluten dir die Ohren? Höre ich manchmal Schlager, schimpfe ich mit meinem Schwager. Fast. Lass mir gelten. Du musst auf die Frage reimen, by the way. Ah. Also, schon mal besoffen auf der Bühne gestanden? Soll ich mich da so verhalten zu so einer Frage? Da kann ich nichts zu sagen. Ja, klar. gerne. Gerne. Das gerne hat sich gut auf gestanden gereimt. Ja, stimmt. Gitarre oder Schlagzeug? Gitarre wegen der, also Schlepperei halt. Reimt sich wieder nicht. Ja, blöd. Zeit ist um. Egal. Wir haben es versucht. Es soll sich auf die Frage reimen? Ich verstehe kein Wort. Naja. Aber dafür gibt's trotzdem Applaus. Hausfreund Semanski in der Schnellfragerunde. Möchtest du einen Drink irgendwie noch von Milena haben? Ja, Mango Lassi. Bitte sag nein. ja, haben wir nicht. Ja, gut, haben wir nicht. Dann gehen wir wieder rüber. Wo denn? Du darfst dich auf die Couch setzen. Danke. Ich setz mich an meinen Tisch. Ich lass dich sogar vor, bitteschön. Dankeschön. Jetzt übernehme ich das Ding hier nämlich wieder. Ich habe dich ja vorgestellt als Hausfreund Semanski oder wie dich wirklich deine Hausfreunde nennen, Sebastian Szymanowski. Ja, ja. So heißt du wirklich. Ja. Aber was unterscheidet dich persönlich von deinem, kann man sagen, alter Ego, Hausfreund Semanski? Wenn ich auf der Bühne nicht Sebastian Szymanowski bin, kann ich mich ja immer von meinen Texten distanzieren. Das stimmt. Das ist sehr hilfreich. Und ja, ehrlich gesagt, musste ich am Anfang einfach einen Clown erfinden, weil ich konnte gar nicht Gitarre spielen, als ich angefangen habe aufzutreten mit Gitarre. Und wenn man das gar nicht kann, dann muss man sich was anderes überlegen, warum es vielleicht trotzdem lustig ist. Und deswegen mache ich diese Show. Ja, da habe ich aus Sicherheitsgründen mir quasi ein alter Ego ausgedacht, damit ich das nicht bin. Und mittlerweile finde ich das auch, find ich das eine gute Aufteilung. Also wir ergänzen uns gut, wir beide. Ich und ich. Ich und ich. Ja. Kann man sagen, du bist da schizophren? Ich weiß gar nicht. Nein. nein. Okay, ich habe dich ja vorgestellt. Was? Wer sagt das? Ich habe dich ja vorgestellt als Entertainer. Und das sagt ja so, du machst ein bisschen was von allem. Kannst ja mal selbst erklären. Was machst du so im Bereich Kultur und Musik? Oh, also ich spiele sehr gerne Gitarre und trete auch mit der Gitarre auf und singe dazu meine Lieder oder auch die Lieder anderer Leute. Ich habe früher wahnsinnig viel Schlagzeug gespielt in so Coverbands und in Musicalproduktionen und habe viel unterrichtet und spiele auch Trommel auch wirklich wahnsinnig gerne, lehne aber Auftritte ab wegen der Logistik. Weil also du bist Schlagzeuger auch, kann man ja sagen. Ja, aber man klemmt sich die Pfoten an diesen Ständern, dann ist das alles schwer. Also, ja, wir hatten schon intern gedacht, du hast das Schlagzeug verloren und bist deswegen auf die Gitarre. Nee, wegen der Logistik tatsächlich. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Du machst ja aber nebenbei auch noch Kerben. Das ist, kann man so sagen, eine offene Bühne im Schauspielhaus, die regelmäßig, ich glaube, monatlich stattfindet. Genau. Das könnte doch der Musikszene hier in Magdeburg ganz gut tun eigentlich. Oder tut es der Musikszene gut? Ich würde behaupten... Nach den ersten, haben wir jetzt 6 oder so rum, glaube ich. Im November ging es los oder Oktober, ne? Du weißt das. Wahrscheinlich irgendwie sowas. In dem Bereich.
Ja, genau, das ist immer alle 4 Wochen montags im Schauspielhaus. Die nächste Ausgabe ist am 15.05. Dann kommt noch am 12.06. einer, dann ist Spielzeitpause. Nach der Spielzeitpause machen wir es im gleichen Rhythmus weiter. Da kenne ich noch keine Termine. Die kennt vielleicht Dorothea Lübbe, die das eigentlich organisiert und mich da nur auf die Bühne gelockt hat. Was ich feststelle, ist, dass dort im Publikum Leute zu mir sagen, wow, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Mir selber geht es auch so. Ich sitze da und denke, wow, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Wo kommen denn die Leute her? Das weiß ja keiner. Und das ist total cool. Und dort können sich dann, das passiert auch, Leute miteinander verknüpfen, die dann wissen wollen, ob es noch eine Jam-Session in Magdeburg gibt. Und ich sage, ja, es gibt mindestens 3. Allerdings, die einen beiden sind 2-wöchentlich abwechselnd. Deswegen weiß ich nie, wann welche ist. Mhm. Und dann gibt es sogar noch eine im Stübchen in der Festung. Da weiß auch immer keiner, wann die ist. Und dort ist dann der Platz, wo dann der das weiß, dem, der das nicht weiß, sagen kann. Und ich habe es auch nicht gewusst, aber wenigstens habe ich die beiden zusammengebracht. Und ich glaube, also mir macht das super Spaß. Das merkt man. Also du singst ja auch, also du moderierst das und singst. Ich werde aber dazu gezwungen. Ach so, okay. Ja, ja. Aber deine Texte, die sind ja auch sehr oft lustig, satirisch oder man kann ja auch sagen zynisch. Das macht dir so Spaß, so ein bisschen so anzuecken, oder? Also kommt uns zumindest so vor. Es ist sogar, ich habe manchmal, also angefangen, wie soll ich sagen, wenn man rundheraus die Wahrheit sagt, dann lachen die Leute oft, weil sie das sich nicht vorstellen können, weiß ich nicht so genau. Also manchmal ist es in Wirklichkeit gar nicht lustig, sondern manchmal ist es wirklich eigentlich schon bitter. Mhm. Aber weil man nicht weiß, wie man darauf antworten soll, lacht man oder halt. Je nachdem, was man für einen Humor hat. Richtig, genau. So. Aber ich gebe mir jetzt eigentlich keine Mühe, Quatsch, doch, es ist Quatsch, aber der kommt, ich kann nichts dafür. So ist das, Mario. Bist du eigentlich noch aufgeregt vor so Auftritten? Ja, unterschiedlich. Also immer, wenn ich nicht weiß, was gleich passiert oder wenn... Okay, ich also hab vorhin, bei uns. Ich habe vorhin... Nö, eigentlich nicht. Also vielleicht springt da gleich einer hinten hoch. Wer weiß das schon? Ja, gut, aber ich weiß ja, ich habe Security, von daher ist das ja kein Problem. Tatsächlich ist mir vorhin irgendwie auf dem Weg aufgefallen, dass wenn ich bei Kerben mit Menschen auf der Bühne sprechen darf, die jetzt zum Beispiel, also wenn es eine Sprachbarriere gibt und wenn wir nicht noch gemeinsam vielleicht Englisch als gemeinsam als Bindeglied haben, dann wird es schwierig, weil dann kann ich ja im Vorgespräch, brauche ich schon jemanden, der mir hilft, dann brauche ich auf der Bühne jemanden, der mir hilft. Ja. Und dann, das ist für mich schwierig, da bin ich dann kurz nervös, weil ich dann denke, so, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich mich mit der Person jetzt einfach so unterhalten? Wenn Englisch im Spiel ist, ist kein Problem, aber manchmal haben wir das ja nicht. Und das, finde ich, kommt, oder ja. Und dann natürlich diese Dreifachbelastung, dass ich manchmal in der einen Hand habe ich meine selbstgeschriebenen Zettel, wo drauf steht, wer das jetzt ist und was ich den fragen möchte. In der anderen Hand ein Mikrofon und dann muss ich aber auch noch digital und dann denke ich immer so, Das ist dieses Multitasking in der Branche, was man können muss. Ja, Multitasking, weißt du ja, ist ja ein Mythos, gibt's ja gar nicht. Eine Frage habe ich noch. Du bist ja schon etwas länger Moderator, kann man so sagen. Wie lange machst du das jetzt allgemein auch so insgesamt? Entertainer? So sehe ich mich ja gar nicht, sondern ich sehe mich ja als Mann mit Gitarre. Okay. Und dass ich da jetzt zufällig moderiere, ist für mich ein Glücksfall, weil das habe ich noch nicht gemacht. Und Learning by Earning ist meine Lieblingsausbildungsart. Hast du denn noch einen Tipp, was ich an meiner Moderation noch besser machen könnte? Das sage ich dir hinterher, weil das ist ja jetzt für mich ganz neu. Ja, ja. Hey Tim! Ja? Wo kann ich einen Kanal abonnieren? Da unten. Ja, und noch ein Video sehen? Da. Okay, danke. Gerne. Kannst du auch mal machen, das war irgendwie scheiße gerade. Da Kanal, da Video. Da Kanal, da Video. Ja, bitte ist ein bisschen... Videokanal, Kanal, Video. Videokanal. Ach, langsamer. Jetzt hab ich's verstanden. Danke, nehmen wir.